willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich bin am Dreschen, nachdem letzte Woche eigentlich keine Folge gekommen ist. Ging ein bisschen mit Internetproblemen zusammen. Sind wir diese Woche wieder zurück. Heißt, jeden Tag wieder eine Folge Real Farming um 18 Uhr. Wer noch nicht hat, einfach mal abonnieren, liken, kommentieren, whatever, würde mich freuen. Wir sind am Ernten. Dinkel ist soweit schon wieder erntereif, von dem her müssen wir das tun. Und dann gucken wir mal, die Blaubeeren wollten eigentlich jetzt dann mal noch Paletten bestellen. Hoffentlich eine ganze Menge. Geld ist nämlich das, was ich am dringendsten gut gebrauchen kann. Müsste ich fast mal überlegen. Ach, ich hatte ja überlegt, glaube ich, einen größeren Drescher mir anzuschaffen. Aber ich glaube, ich werde vorher in ein eigenes Feld noch investieren. Vielleicht. Muss man mal gucken. So ein mit Anzeige wäre gut, weil hier sehe ich nicht, wie voll mein Kontakt ist. Wobei ich hinten natürlich eine Luke habe, aber ja, so einer mit Anzeige wäre schon nice. So ein großes 14 Meter Schneidwerk oder 1370 oder was die haben. Ja, wenn wir hier fertig sind, ist wahrscheinlich drüben das andere Feld auch schon erntereif. Moment, da haben wir einen Streifen vergessen. Das geht natürlich nicht. Ja, es waren nur zwei, drei Pflanzen, aber egal. Alles nehmen wir mit. So. Muss dann auch noch mal gucken. Ja, ich denke spätestens, wenn die Blaubeeren anrufen und fragen, wie es mit den Paletten ausschaut, ja, dann werde ich auch das ansetzen. Dann werde ich auch noch mal in den Wald fahren und gucken, wie da die Produktion aussieht. Also ich weiß natürlich, wie sie aussieht, aber ob wir da was erledigen müssen. Können auch mal gucken, Dinkelpreis. Dinkel, Dinkel, Dinkel. Dinkel, 900. Rocken, 1250 steigend. Das könnte sich lohnen. Da können wir richtig absahen. Und mit dem Dinkel theoretisch auch. Der ist bei 900. Könnte man richtig, richtig gut wegkommen. Bin ja froh, dass ich nicht direkt nach der Ernte verkauft habe.
Erstmal müssen wir das Feld hier fertig kriegen. Wo ist denn der? Beim Lidl. Lidl ist gut, Lidl ist nicht so weit weg. Das ist super. Warte mal, ich kann doch gerade mal rechnen. Rechnen wir mal mit 1300 pro Tonne. Taschenrechner. 1128 Tonnen mal 1,3 wären 166.000. Das hört sich doch gut an. Und der Dinkel hier, der trischt sich auch gut, obwohl das Unkraut drin ist. ist ein bisschen schade, weil wäre natürlich deutlich mehr runtergekommen ohne Unkraut. Er ist einfach, der ist Unkraut, hat die Pflanzen verdrängt, die guten Pflanzen. Deshalb kommt da nicht so viel runter. Ah, vielleicht können wir, wenn wir hier fertig sind mit Dreschen, dann morgen den Roggen verkaufen. Da jetzt die Pflanzen wieder stehen lassen. Immer so nah an der Kante fahren. Würde sich es lohnen, hier GPS nachzurüsten? Mag fragen. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Volker hier, servus. Ja, moin. Du, hast du auch Kontakte zu dem GPS-Hersteller? Ja, rein theoretisch schon. Was würden das kosten für einen Rostelmesh-Drescher, den 161 GPS nachrüsten? GPS nachrüsten. RM 161. Ja, das Teil, also das GPS selber kostet 15.000 schon. 15, okay. Aber ist ja gar nicht so viel. Und der Einbau? Da würde ich dir 1.000er berechnen. Dann 16.000 mit Steuern wären dann 17.600. Ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja. Okay. Gut, würde ich mich dann nochmal melden. Jo. Musst du das dann bestellen? Ja, müsste ich bestellen. Okay. Das heißt, ich müsste den Drescher hochstellen und dann. Oder kannst du das dann bei mir einbauen? Wenn du das Teil mitbringst. Das könnte ich dann auch. Glaube ich dir. Ja, kann ich auch bei dir einbauen. Okay. Gut, ich melde mich dann nochmal. Jo. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, also 16.000 wäre ja gar nicht mal so viel, ne? Könnten wir uns eigentlich. Die
Frage, Wiederverkaufswert vom Drescher, das diesbezüglich lohnt sich's auf jeden Fall nicht. Aber Volker, Hallo? hallo? Ja, Björn Blaubeer hier. Hi Volker, Na, grüß dich. servus. Du Volker, hat ein bisschen länger gedauert alles, aber ich würde gerne eine kleine Bestellung bei dir aufgeben. Nee. Ich hab seit Wochen nichts mehr zu essen, Das weil du glaube ich nicht dir nicht. bestellt hast. Du hast mit Sicherheit mindestens Eier auf dem Hof. Ja, aber du weißt ja, zu viel Eier ist nicht so gut. Kannst du mir einen Preis machen für 15 normale Paletten? Moment, ich brauche was zu schreiben. Ich habe Ja, hier oh. irgendwie keinen Zettel da. Aber jetzt. 15 normale. 15 normale, 10 Karton und 5 Papier. Habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich muss kurz fertig dreschen, dann würde ich dir eine Rechnung oder einen Kostenvoranschlag machen. Ja, supi. Dann warte ich auf deinen Rückruf. Jo, ich melde mich. Ja, danke dir. Bis Ciao. später. Ciao. Na, das ist ja mal eine Bestellung. Warte mal. Ja, hätte ich jetzt GPS, weißt du, könnte ich das nebenbei machen. Ich habe ja da hinten so ein langes gerades Stück, da kann ich das vielleicht trotzdem nebenbei machen. Also. Karton. 1600. Guck schon. Ach Mist, ey. Er fängt schon an, du musst ja einfach so aufpassen, ja? Ne? 1600. 2000 für Papier. Paletten 1600. So. Ich kann schon den ganzen Ding hier mitnehmen. So, 15 Paletten. Dann wären 16, 24.000. 10 Karton mal 1.600 sind 16.000. Und 5 Papier wären 10.000. Macht 1, 2, 3, 4, 50.000 plus Gewinn und Steuer 10.000, 60.000. Okay. Klingelingling. Jan Blaubeer. Jo, servus, Folge hier. Hi Volker. Also, 15 Paletten. Paletten, Paletten. Paletten. Also Paletten auf Paletten. Wären 24.000 Ja. netto. 10 mal Karton sind 16.000. Ja. Und das Papier kostet ja 2.000 die Palette. Ja. Wären 10.000. Ja. Wären wir gesamt bei 50.000 plus Steuer und Versicherung. Also 60. Gewinn. Also wir haben gesagt, roundabout 60.000. Ajo. Jo. Nimm ich. Nimmst du? Super. Ja. Komme ich auch gleich holen. Wo hole ich was ab? Karton und Papier sind Zentrallager Oh, bei das der ist cool, das ist Händler. ja nicht weit, ja. Und die Paletten, die sind bei mir unten im Wald. Okay, soll ich dann anrufen? Lässt du die durch deine Mitarbeiter dann auslagern? Zentrallager gebe ich Bescheid, ja. Dann, wenn du da bist. Ja. Und im Sägewerk würde ich eventuell direkt vorbeikommen, wenn du Okay. die nachher holen könntest. Also danach. Ja klar, ich würde dann gleich erst zum Zentrallager fahren. Ich muss erst zum Okay. Hof den neuen Anhänger holen und dann Ja, würde ein ich. Anhänger. Ja, der hat diese komische Funktion da, weißt Ah, okay. du? Ich
Entschuldigung. Passt. Gut, dann meldest du dich nachher nochmal. Jo, mach ich. Bis gleich. Ciao. Ciao. 60.000 verdient. Eieiei. Also noch nicht, aber später. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich muss auch noch mal gucken, warte mal. Metzger, Metzger, Metzger. Metzger. Machen wir auch noch mal. 8. Jeweils 8 Paletten. Paletten Wurst und Steak. Das ist halt der Preis gerade nicht so toll. Aber könnte passen. Mein Wurst steigt gerade. Hoffe ich mal, dass ich hier fertig bin mit Dreschen, sobald der Björn hier auftaucht. Müssten wir aber fast hinkriegen. Müssten wir tatsächlich hinkriegen. Ich habe ja gar nicht mehr so viel. Warte mal. Ich muss mal gucken. Ich brauche noch mal Wasser. Ich habe einen Wasseranhänger mal gekauft selber. Wäre ich ein bisschen unabhängiger, weißt du? Könnte ich eigentlich mal machen. So. Nee, Quatsch.
Gut, gut, gut. Dann haben wir das Feld hier bald fertig. Das ist optimal. Einmal noch abtanken, denke ich. Dann müssten wir durch sein. Also, noch einmal abtanken und dann ist fertig. Das sollte jetzt, der Rest vom Feld sollte alles in den Korntank reinpassen. Dann könnte ich direkt einen LKW eigentlich in den Wald fahren. Also nicht in den Wald, sondern ins Sägewerk. Ich habe ja auch noch einen Wald, ne? Wobei sich der im Moment auch, oder die letzten Monate, Wochen, musste ich gar nicht mehr hin. Von dem her, Aber ich muss mal nachfragen, wie das mit Wasser aussieht. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Oh, folge hier nochmal. Servus. Ja, moin. Wie schaut's denn eigentlich gerade aus? Wo kriege ich ein Wasser her? Wo du Wasser herbekommst? Jo, gibt's ja noch einen Lieferdienst. Ja, aktuell nicht. Und wo kriege ich ein Fass her? Bei der Polizei geht ein LKW mit Fass. Also kann man sich das ausleihen? Ja, kann man. Ein LKW mit Fass, okay. Gut. Und dann kann man, Abrechnung läuft dann ganz normal. Das heißt, ich gebe an, wie viele Liter ich geholt habe. Ja, und woher? Okay, ist denn überall was da? Herrenberg, Im Wasserwerk ist auf jeden Fall was. Ja, dann kriege ich aber eher Geld zurück. Wenn ich da hochgurken muss. Und zwei volle Fässer sind in Helmbergen. Okay. Wird mal Zeit, dass die Gemeinde sich besser aufstellt. Ja, ja. Nee, nicht ja, ja. Ja, ja heißt, du weißt was. Ja, ich weiß. Ja, warum redest du denn so frech mit mir? Einfach so. Gut, dann hole ich mir nachher mal den Anhänger. LKW. Dings, jo. Gut, bis dann, ciao. Was ist das für ein Service, ey? Als ich noch Gemeinderat war, gab's sowas nicht. Da ist auch mal nach der Gemeinde geguckt worden. War das nicht nur so ein Business, weißt du, hier Gemeinde muss Geld verdienen, sondern da wollte man auch noch was erreichen. Und zwar als Gemeinde und nicht nur als jeder Einzelne.
So, aber ich glaube, ich werde das Wasser holen damit verbinden, dass ich den Rocken wegfahre. Würde eigentlich Sinn machen. Perfekt. Fahren wir den Dinkel ins Silo, sind auch 100.000. Also auch noch mal ein sattes Sümmchen. Einstellen beschäftigt. Keine Lust, keine Zeit für Pizza. Gut. Dann müsste ich auch mal gucken, was die Hühnchen noch brauchen. Ich weiß, sie brauchen Wasser. Eier haben wir ja auch noch, ne? Nochmal, Alter. Eier? Was kriege ich denn für Eier gerade? 3,5. Ist 3,5 ein guter Eierpreis? Schauen wir mal. Schauen wir in der Folge morgen. Ich bedanke mich bei euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.